Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rockaby und Until Dawn mit Ashley im Tunnel. Gehen wir mal gucken, wo die gute Ashley hin will, muss, kann, darf. Leute, da bekommt Dunkel aber einen ganz neuen Touch. Jetzt habe ich überhaupt keinen Plan mehr, in welche Richtung ich laufe. Nichts. Aber hier ist ja auch keiner zum Reden. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ja, hier, da ist doch ein Gully. Wer wollte nicht schon immer durch einen Gully? Sam ist auch dabei. Versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Ja, bei den Kanalarbeitern. Na, geht doch. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Tja, da seid ihr jetzt. Gute Frage. Die Mutigen vorwärts. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Tja, keine Ahnung. Gehen wir mal runter. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Na, ich weiß nicht. Den Deckel auf die Konservendose machen, ob das so klug ist? Langgelaufen hier. Oh, klasse. Boah, jetzt sehe ich aber nothing. Hallo? Hallo? Huhu, Weg, wo bist du? Freunde deiner. Ein bisschen mehr Licht hättet ihr mir spendieren dürfen. Ich bin ja schließlich ein älterer Herr. Und sehe nicht mehr so gut. Okay. Hallo Sam, wo? Samantha. Das ist sehr einsam hier. Oh oh. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Hm.
Stimme untersuchen? Nee, wir gehen zur Gruppe. Hallo? Hallo. Stimme untersuchen. Gott! Das ist kein Ort zum Alleine sein. Oh, Freunde der Nacht, ist das finster. Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Oh, klasse. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ja. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Ich weiß nicht, ob Trennen so schön ist. Aber wenn die Damen möchten, dann machen wir das. So gut in Josh, glaube ich. Oh, klasse. Ja, springen werden wir wohl kaum können, dann werden wir lieber mal klettern. Oh, klasse. Zum Vorsprung springen. Zur Kante springen, ja toll. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Naja. Was liegt hier alles? Nee. Bin ich jetzt wieder unten? Das ist nicht schön hier. Glaub mir, das ist nicht schön hier. Glaube mir, naht Unheil. Wow. Wo kommt denn das Feuer her hier? Fingernägel brechen ab. Wo sind wir jetzt? Gibt's hier was auf das? Da gibt's nichts. Oh, Kopf ab. Cool. Sorry. Oh. Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich?
Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Das sieht immer noch nicht gut aus. Auflösung, eine Stunde bis zum Morgen. Was sagt der Onkel Doktor dazu? Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Oh. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks! So viele Menschen haben dich gern gehabt, sie wollten dir helfen! Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lang allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Na dann. Nein. 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 Nicht schon wieder. Haut ab! Haut ab! Oh, lasst mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Tut mir leid. Ihr seid tot! Seid still! Was passiert? Oh nein! Ihr seid tot! Verdammt, das ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es. Oh mein Gott, nein! Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Jetzt nicht mehr. Die Zeit für Josh ist abgelaufen. Okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Josh in den Minen um 6.10 Uhr wird dann weitergehen. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nein. Nein, 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 nicht nochmal. Sanjalan. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwöre. Oh, Schwein gehabt.
Sich nicht wohl in seiner Haut. Unfassbar, das Ding war mal ein Mensch. Ja, vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen. Das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße? Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Ja, wir wollen ihm jetzt ausnahmsweise keine Absicht unterstellen. Auch halt. Glückstoten. Da könnten wir Glück haben. Dann aber nix wie. Halt, raus hier. Gut, ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Die letzte Worte. Oh, Scheiße. Ich spüre meine Finger nicht. Oh Mann, und wo warten wir jetzt hin? Na komm wieder raus hier. Aus der Brühe. Naja, Klamotten sauber machen brauchen wir, glaube ich, nicht. Nicht schön. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja.
Na, wenigstens was. Dann würde ich sagen, verpissen wir uns mal. Sorry. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus und kommt. Ich glaube nicht, dass wir... George schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Das sehen wir dann das nächste Mal. Bis die Tage und tschüss.